wenn ihr mich jetzt absolut hässlich findet und wegschalten wollt, weil ihr so denkt, hä, was hat die sich denn gedacht? Dann kann ich es verstehen, weil ich mir gerade selber unsicher bin, ob ich das schön finden soll oder nicht. Und im Spiegel sieht es ganz okay aus, finde ich, weil ich diesen Look ganz cool finde. Aber in der Kamera sieht es richtig lächerlich aus. Hi, wenn ihr dieses Video seht, dann befinde ich mich gerade im Urlaub in Dubai und ich hoffe, die Sonne scheint. Okay, ich bin mir sicher, die Sonne scheint. Und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn ich euch mal so zeige, was ich so vom Urlaub nochmal bei DM gekauft habe, um mich so ein bisschen vorzubereiten. Okay, ein paar Sachen davon sind definitiv nicht nur für den Urlaub, aber gut. Und zwar die erste Sache, die ich gekauft habe, ist Sonnencreme, weil das ist eine gute Investition, würde ich sagen, bei 35 Grad und praller Sonne. Das ist jetzt hier die pflegende Sonnenmilch von Nivea mit Lichtschutzfaktor 30 und nur für kurze Zeit gibt es einen Doppelpack. Und zwar gibt es noch die pflegende After Sun dabei. Auch, nee, die hat keinen Lichtschutzfaktor logischerweise, hä? Auf jeden Fall, ja, sowas ist halt immer gut. Ich weiß gar nicht, ob 30 reicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Da meine Haut relativ trocken allgemein schon ist und durch die Sonne ja meistens noch trockener ist, dachte ich, kaufe ich mal von Balea diese In-Dusch-Body-Milk. Und zwar gibt es die ja auch von sämtlichen anderen Marken, von Isana, von Nivea, von was weiß ich. Und die ist jetzt hier für trockene Haut. Die habe ich schon benutzt. Und zwar hatte ich vorher diese orangefarbene Verpackung für sehr trockene Haut. Und die hat mir irgendwie besser gefallen, weil nicht nur, dass sie ein bisschen pflegender war, das ist ja eigentlich auch bewusst, ist auch okay, aber diese hier ist irgendwie übertrieben dickflüssig, dass, wenn ich nasse Hände habe, so in der Dusche stehen muss, um da irgendwas rauszukriegen. Und das kann ja irgendwie nicht so der Sinn der Sache sein. Als letztes habe ich mir ein Shampoo gekauft und ich hatte, glaube ich, noch nie ein Shampoo von Balea, fällt mir so auf. Zumindest ist das jetzt das Fülle- und Pracht-Shampoo ohne Silikone für mehr Haargefühl von Friseuren empfohlen. Das ist allgemein für dünnes und feines Haar, finde ich, passt ja eigentlich schon bei mir. Also, ja, kann man mal machen. Und ja, das habe ich auch schon benutzt. Kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Zwei Nagellacke habe ich auch noch gekauft. Und zwar einmal von Essence Studio Nails den Better Than Gel Nails Top Coat, der mega gehypt ist auf YouTube schon seit Jahren. Und der ist wirklich sehr gut. Den benutze ich. Ich habe ja Acrylnägel, wie ihr wisst. Benutze ich manchmal trotzdem noch darüber, damit dieser Nagellack, der da drauf ist und diese Schicht, die da noch drauf ist, nicht so schnell abgeht. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt schon viel damit gemacht, also viel Hände gewaschen und solche Sachen. Finde ich sehr gut, dann glänzen die halt auch nochmal sehr schön. Und dann habe ich mir noch einen Topcoat gekauft von Catrice aus der Luxury Nudes Reihe, Limited Edition glaube ich. Und zwar ist das die Farbe 03 Way Too Beautiful. Und das sind so, ja okay, lass ihn fallen. Damit ich den Topcoat auch wieder runterbekomme, habe ich noch einen Nagellackentferner gekauft. Und zwar von Essence den Nail Polish Remover mit der Geruchsrichtung Coconut und Papaya. Ja, riecht ganz gut und ja, also würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Damit ich im Urlaub auch mal eine Maske machen kann, habe ich mir wieder so meine Lieblingsmaske nachgekauft. Und zwar ist die von Merz, diese reinigende Maske. Und die ist mit weißer Tonerde und Zink. Und richtig oft habe ich schon, nachdem ich diese Maske benutzt habe, gehört, deine Haut sieht direkt viel, viel besser aus. Und das habe ich echt mit gar keiner Maske, außer mit dieser. Und deswegen kaufe ich die wirklich immer wieder nach. Aus dieser Essence Studio Nails Reihe. Und ich sehe gerade, da steht Essence Studio Nails und es sieht nicht aus, als wäre da mal ein S gewesen. Ah! Okay! Was? Der sitzt ernsthaft da ganz hinten unter meinem Schreibstuhl, ne? Und ich habe keinen Bock aufzustehen. Ich dachte, ich zeige ihn euch, weil ich habe ihn schon mal ein paar Mal benutzt für schwarzen Nagellack, weil ich da die mal übergemalt hatte und da sieht es natürlich nicht so cool aus, wenn man überall so schwarz hat und sich übergemalt hat und so. Dafür war es auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Eine Sache, die ich für den Flug gekauft habe, sind von Hip diese Heidelbeer-Reiswaffeln. Die schmecken so unglaublich gut und ich habe die wirklich in den letzten Wochen bestimmt 15 Mal oder so gekauft, weil jedes Mal, wenn ich diese mit habe, möchte jemand probieren und ist auch genauso begeistert davon, weil die schmecken halt wirklich lecker und sind übrigens glutenfrei. Also falls das für irgendjemand relevant ist, dann ist es auf jeden Fall so und ja, also die schmecken wirklich übertrieben gut. Davon gibt es auch mittlerweile Himbeer und Apfel und noch irgendwas, aber die finde ich alle nicht so cool. Also Heidelbeer ist definitiv mein Favorit. Da ich die After Sun Creme, die ich vorhin von Nivea euch gezeigt habe, nicht so gerne für mein Gesicht verwenden will, aber falls man dann doch ein bisschen Sonnenbrand bekommen hat oder halt einfach ein bisschen trockene Haut bekommt, benutze ich momentan allgemein jetzt auch schon und für den Sommer halt dann erst recht von Penaten diese Pantenol Creme. Die ist aus dieser Babyabteilung und ich finde einfach, die Produkte für die Babys sind einfach so. Da sind halt nicht so viele komische Inhaltsstoffe drin und da sind auch nicht so komische Parfum-Dinger drin und allgemein habe ich das Gefühl, was Babys gut tut, könnte mir doch nicht schaden. Eine Sache, die ich auch schon mal hatte, aber die mittlerweile halt
nicht aufgebraucht, aber man muss Sachen ja wechseln, so wie Zahnbürsten. Und zwar ist es von Evelyn diese Gesichtsmassagebürste, beziehungsweise ich nenne das einfach Reinigungsbürste. Die gab es uns immer nur in durchsichtig, aber mittlerweile gibt es die in durchsichtig. Ich glaube in hellgrün oder hellblau und in rosa. Und ich habe mich jetzt für rosa entschieden, so richtig typisch Mädchen. Ich fand das ganz süß. Falls ihr jetzt Lust habt, diesen gesamten Einkauf einmal zu gewinnen, dann solltet ihr mir einfach erstens bei Instagram folgen und zweitens dieses Foto, was ich gepostet habe, liken. Ich dachte, es passt so Dubai und einfach so Urlaubsfeeling. Und dann einfach, damit ich sehe, dass ihr mitmachen wollt, einfach einen Kommentar schreiben. Egal was es ist, einfach entweder irgendwas zum Foto oder ihr schreibt irgendwas anderes Nettes oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall solltet ihr darauf achten, dass ihr den Hashtag JulieGiveaway benutzt, damit ich auch weiß, dass ihr teilnehmen wollt, weil die Leute, die dieses Video nicht gesehen haben, wollen vielleicht gar nicht gewinnen, weil dann denken die sich so, hä, was schreibt ihr mich an und will mir irgendwas zuschicken. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr euch darüber freut und falls ich jetzt bei jedem DM-Haul meinen Einkauf verlosen soll, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, dann weiß ich Bescheid und ansonsten hoffe ich, dass ich in Dubai viele coole Sachen bringen kann und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!